Willkommen bei eToro. Den hier, den habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das hier ist der Samsung Freestyle. Ein kleiner, feiner Beamer von Samsung. Und was der so alles kann, das zeigen wir euch jetzt. Ja, der Samsung Freestyle, ein tolles Produkt, wie ich finde. Ich war positiv überrascht. Ich hatte den Samsung Freestyle jetzt 2 Wochen zu Hause zum Testen und kann den Samsung Freestyle wirklich auch empfehlen mittlerweile, aufgrund dessen, dass der Preis wirklich stark gesunken ist und jetzt, wie ich finde, logisch und fair bepreist ist. Der Samsung Freestyle fässt sich schön an, er will ein mobiler Beamer sein, den man überall mitnehmen kann, aber er hat keinen eigenen integrierten Akku. Grundsätzlich kann man das negativ ansehen oder aber sagen, hey, es ist cool, weil wenn ich den Samsung zu Hause nur rumstehen habe, brauche ich auch keinen Akku, das ist Ressourcenverschwendung. Wir können uns einen zusätzlichen Akku kaufen, wir haben hier hinten noch einen kleinen zusätzlichen Anschluss, dann kann man den hinten dran klacksen und dann ja, haben wir einen Akku und können den dann auch ja, mobil betreiben für ein paar Stunden. Wir können es aber auch ganz einfach machen über den USB-C-Anschluss und den mit einer mobilen Powerbank versorgen. Mit mindestens 3 Ampere und 9 Volt von 45 Watt, die funktionieren auf jeden Fall. Und als Zubehör noch ein sehr, sehr langes USB-C-Kabel. Bin ich froh darüber, dass Sie daran gedacht haben und dazu dann eben nochmal ein USB-C-Netzteil. Wir haben hier einen HDMI-Eingang, ein Micro-HDMI, das ist wichtig. Das heißt, wir benötigen da auch noch das entsprechende Micro-HDMI-Kabel. Der Samsung Freestyle hat eine Auflösung von Full HD, also 1080p und hat eine maximale Helligkeit von etwa ja, guten 250 bis 300 Ansehlumen. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders hell, aber wie ihr gleich sehen werdet, ist das durchaus ausreichend. Das heißt, bei großer, starker Helligkeit wie Sonnenlicht, ja, da wird es natürlich dann schwer, aber sobald der Raum etwas abgedunkelt ist, ja, wie ich finde, funktioniert der dann wirklich sehr, sehr gut. Bildqualität als solches finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Ich bin damit wirklich zufrieden. Die Schriften sind nicht absolut perfekt scharf. Ich blende euch hier doch mal die Bildeinstellung ein. Ja, wie ich glaube, dass der Beamer die beste Bildqualität liefert. Der Samsung Freestyle möchte ein mobiler Beamer sein. Daher auch natürlich die kleine, schöne Größe, die Flexibilität und auch die Oberfläche. Eine gummierte Oberfläche, das heißt, der Samsung Freestyle verzeiht einem auch mal zum Beispiel leichte Stöße. Wir haben hier noch an der Seite eine kleine Kabelführung. Finde ich auch ganz nett, dass das Kabel nicht so absteht. Wir haben hier einen Mikrofonschalter für Mikrofon an, aus, denn den Samsung Freestyle kann man auch sprachsteuern. Wir haben hier hinten noch einen 5 Watt Mono-Lautsprecher. Das hört sich erstmal nicht so gut an, aber ich war wirklich überrascht, wie gut und klar und laut sich dieser Lautsprecher anhört. Damit kann man durchaus mal einen Film gucken, Musik hören geht auch oder aber auch zum Beispiel beim Fußball gucken. Das reicht auf jeden Fall zum Beschallen. Ist kein Wunderwerk, aber es reicht aus. Das kann man jetzt einmal zum Beispiel hier hören. Wir können den Samsung Freestyle natürlich auch mit Bluetooth-Boxen verbinden. Das funktioniert auch tadellos. Bedienen können wir den Samsung Freestyle entweder über die Fernbedienung, die ist wirklich schön, fässt sich gut an. Wir haben hier sehr schöne Clicky-Buttons, ja, also die ist wirklich hochwertig verarbeitet und funktioniert auch gut. Hier mit die wichtigsten Knöpfe drauf, mit Netflix, Samsung TV Plus, Prime Video und mit Disney Plus haben wir eine Mikrofonfunktion, damit wir den auch sprachsteuern können. Wir können den auch noch anderweitig bedienen, hier vorne, falls wir die mal vergessen haben, über die Touch-Funktion hier vorne, sehr rudimentär, aber es ist gut, dass es das gibt. Wenn die Fernbedienung übrigens mal leer ist, mit integrierten Akku können wir die auch einfach über USB-C laden. Finde ich ziemlich gut. Wenn wir den Beamer einrichten wollen, werden wir auch direkt gefragt, möchtest du den Beamer per App einrichten oder eben per Fernbedienung. Ich habe es per Fernbedienung gemacht zu Hause. Ging dann letztendlich 3-4 Minuten. Ich habe kurz WLAN-Passwort eingegeben und dann waren wir auch schon online und es ging sofort los. Das fand ich sehr vorteilhaft. Keine Registrierung, es war nichts nötig. Er lief einfach sofort. Man kann den Beamer auch mit dem Smartphone steuern. Ja, da heißt es, wir haben eine App, wo wir dann die Programme auswählen können. Wir können die Apps auswählen. Wir können auch Apps überspielen, dass wir neue Apps draufkriegen. Das ist alles ganz nett gemacht auf jeden Fall und funktioniert auch tadellos. Wir können auch das Handy spiegeln, dass wir quasi das, was wir auf dem Handy haben, wirklich dann auch auf dem Beamer sehen. Funktioniert leider nur mit Samsung-eigenen Smartphones. Das heißt, alle Smartphone-Benutzer, alle Samsung-Smartphone-Benutzer haben hier natürlich Glück und können den Beamer dann wirklich
vollen Nutzen. Generell gibt es noch ganz witzige Apps auf diesem Beamer. Zum Beispiel gibt es eine Ambientebeleuchtung, dann kommen hier verschiedene Farben. Da hat er dann so einen Plastikaufsatz, so einen Diffusor, der dann Farben an die Wand wirft für Partys oder so, ganz nett. Oder du kannst so Happy Birthday auswählen. Du kannst zum Beispiel auch ein Fenster auswählen, dann wirft er verschiedene Fenster an die Wand mit Schnee, mit Sonnenuntergang. Das sieht wirklich cool aus und macht auch so eine schöne Atmosphäre. Ja, oder auch noch gewisse andere Sachen wie Lagerfeuer zum Beispiel. Fand ich auch ganz nett. Es gibt noch weitere Zubehör von Samsung. Wir können ja andere Farben bestellen, zum Beispiel rosa oder so eine Art Mintgrün, um den Samsung Freestyle einfach noch an zu Hause ein bisschen anzupassen, je nachdem, was man für ein Farbschema vielleicht zu Hause hat. Finde ich auch ganz schick, muss ich sagen. Ja, und das Schöne am Samsung Freestyle ist eben die Flexibilität. Ja, egal, wie wir den an die Wand strahlen, das Bild richtet sich automatisch ein. Samsung möchte auch, dass dieser Beamer wirklich, ja, der bietet einen an, alles automatisch zu machen. Die Einrichtung geht super schnell, wie ich das gerade erzählt habe. Das Hochfahren geht sehr, sehr schnell und dann wirft er schon das Bild an die Wand. Ist die Wand etwas schräger, ist sie ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, der Beamer erkennt das und ja, richtet dann das Bild automatisch eben an die Oberfläche an. Das Coole ist auch die Farbe richtet er dann automatisch ein. Das heißt, ist die Wand vielleicht ein bisschen grauer, dann ändern sich die Farben, ob das die immer einen, ja, für Samsung realistischen Wert darlegen. Und das hat mega funktioniert. Das sieht man auch bei mir zu Hause, egal was für eine Art von Wand das war, die Farben waren immer realistisch. Die Bildqualität als solches finde ich wirklich gut, wie ich das schon gesagt habe. Ja, es ist kein super scharfes 4K, man sieht die Schrift nicht absolut perfekt, wenn da kleine Schriften sind, aber man kann damit sehr gut zocken, man kann auch ohne Probleme lesen, was dann da steht. Ich finde das ein wirklich gutes Produkt, vor allen Dingen zu dem Preis. Samsung gibt an, von 30 Zoll bis 100 Zoll kann man damit das Bild machen. Ich hatte den aber weit über 100 Zoll, wie man das ja gerade sieht. Die Wand ist ja 4 Meter breit und 3 Meter hoch. Und ich habe die ganze Wand damit ausgefüllt mit dem Fußballspiel. Und das hat richtig Spaß gemacht, das so zu gucken. Geht also auch noch größer. Und die Bildqualität ist dann trotzdem immer noch sehr gut mit dem entsprechenden Abstand. Und wie man hier sieht, ich war hier ja 3 Meter weg von der Wand und habe die Wand gefilmt. Und wie ihr seht, es sieht wirklich gut aus. Ich habe noch einen kleinen Kritikpunkt, der mich etwas gestört hat beim Samsung Freestyle, und das ist der Stromverbrauch, und zwar im Standby. Denn der ist bei sage und schreibe 10 Watt. Und das finde ich etwas zu hoch. Wenn der Beamer läuft, volle Lautstärke, volle Helligkeit, beträgt der Stromverbrauch etwa 40 Watt, 43 Watt im Peak habe ich so gemessen. Das ist okay. Ich finde, da muss man im Standby-Verbrauch, da muss Samsung noch mal ein bisschen dran arbeiten. Einen kleinen Mini-Nachteil gibt es noch bei dem Samsung Freestyle, und das ist die generelle Bediengeschwindigkeit. Wir haben hier nicht den stärksten Prozessor drin. Es reicht aus, wenn man wirklich damit einfach nur das macht, wofür der Beamer da ist. Wir starten den Beamer und gucken Netflix oder Amazon Prime Video oder Disney Plus oder die Samsung TV App. Dafür reicht der Beamer aus. Sobald wir aber ganz viel in dem Menü hin und her switchen, dann ruckelt er auch echt mal nach. Das macht man natürlich jetzt aber nicht die ganze Zeit, überhaupt nicht, sondern meistens ist es ja so, es ist wie beim Fernseher, man schaltet den an und wie oft ist man da im Menü? So, man schaltet den Fernseher an und wählt sein Programm aus und dann läuft das ja die meiste Zeit und man bing-watcht irgendetwas. Oder man guckt Fußball. Und daher ist das grundsätzlich im Alltag nicht störend, aber wenn man es mal möchte, muss man etwas Geduld mitbringen. Für die Leute, die die Standard-Apps benutzen, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Twitch, hey, dafür ist der Beamer echt wirklich cool. Für ein Schlafzimmer ist dieser Beamer halt wirklich perfekt. Man hat ihn also 1,5 Meter vom Bett stehen, dann hört man den auch nicht mehr. Viele vergleichen ja aber auch den Samsung Freestyle mit dem X-Chimi Halo. Macht ein helleres Bild. Er war zu Anfangs wesentlich billiger. Wir haben große Anschlüsse hinten, Kopfhörerausgang, haben da vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität. Er hat einen integrierten Akku. Und am Anfang stimmte das auch, weil der Samsung war völlig falsch bepreist. Und jetzt haben wir mittlerweile einen sehr, sehr, sehr guten Preis für den Samsung Freestyle. Und jetzt muss ich mittlerweile sagen, wenn man gerade mal auch die Größe vergleicht, ist dann doch nochmal ein bisschen kleiner, passt, ich finde, zu Hause designmäßig noch viel, viel schöner rein und wir haben die Flexibilität mit dem Drehen. Und da muss ich dann sagen, ist der Samsung Freestyle, ja, ein ziemlich guter Beamer und ein ziemlich gutes Produkt. Er macht ein soweit ziemlich gutes Bild, wie ich finde. Der Ton ist auch, wie ich finde, ausreichend gut. Klar, er ist nicht der allerhellste Beamer und es ist kein 4K-Beamer. Aber für das, was er sein will, macht er das wirklich extrem gut und ich war positivst überrascht.
Aber es gibt noch ein anderes Produkt von Xiaomi, den Xiaomi MoGo. Und wenn wir jetzt mal vergleichen, die sind sich ziemlich ähnlich. Klar, den kann man auch nicht so nach oben stellen wie den hier eben mal, um ihn an die Decke zu werfen. Und wenn ihr davon mal einen Vergleich sehen wollt, dann schreibt das einfach in die Kommentare und dann zeigen wir euch da wirklich mal die Unterschiede. Ja, und wenn euch das Video zum Samsung Freestyle gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne ein Like. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und geht doch einfach mal selbst auf eTrodo und schaut euch ein bisschen um. Oder ihr kommt einfach mal hier in Bocholt vorbei. Wir haben hier so viele Produkte von hochwertigen Lautsprechern und Anlagen über Küchengeräte, von Kaffeemaschinen, TVs, Fernseher oder eben auch Beamer. Da würden wir uns wirklich darüber freuen, wenn ihr uns einfach mal besucht. Oder eben geht einfach auf eTrodo.de und guckt euch dort einfach mal ein bisschen um.